Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Terraria. So, ich habe mich mal schlau gemacht und habe herausgefunden, wofür genau diese Puppe ist, die wir beim letzten Mal gefunden hatten. Hier ist sie. So, die rüsten wir jetzt einfach mal aus, und zwar hier unten rein. Und schon können wir den guten Guide schlagen. Haha, ja. Damit können wir den Guide umbringen. Ich weiß jetzt nicht, welchen tieferen Sinn das genau haben soll. Ist, glaube ich, einfach nur so ein bisschen funmäßig. Ja, die Puppe packen wir erstmal wieder hier rein, würde ich sagen. Denn die brauchen wir momentan eigentlich nicht. Und ja, was haben wir hier nochmal? Ach, genau, Gravity. Den wollten wir ja mit nach unten nehmen. Und dann könnten wir eigentlich auch schon wieder die Reise beginnen, würde ich sagen. Wir brauchen ja noch immer einiges an, an Hailstones. Und da machen wir uns auch gleich mal auf die Suche heute, denn die Rüstung, ja, die wird sich ja nicht von alleine zusammenzimmern. Da müssen wir noch einiges finden an Materialien, und ich weiß gerade nicht, wodurch ich jetzt Schaben bekommen habe. Da muss irgendwas in dem dunklen Bereich gewesen sein. Merkwürdig. Nun gut, ich hoffe mal, dass ich hier noch rechtzeitig dann den Sprung benutzen kann, aber eigentlich sollte es klar gehen. Und ihr seht schon, wie tief wir uns hier wirklich gebaut hatten damals. Also schon eine richtig tiefe Schlucht, die wir hier haben. So, und dann würde ich mal sagen, wir bauen wieder schön die Hailstones ab. Fangen wir gleich einfach mal hier an, denn der ist leicht abzubauen. Und dann haben wir hier noch eine richtig große Ader. Ich weiß gar nicht, warum wir die das eine Mal nicht abgebaut haben, was da dazwischen gekommen war. Aber wird wohl schon einen Grund gehabt haben, denn ansonsten ist es ja ziemlich merkwürdig, dass wir hier eine ganze Ader freigelegt haben, aber sie nicht abgraben. Naja, gut. Wie dem auch sei, wir werden erstmal hier so ein bisschen... Ach ja, da ist der nächste Imp mal wieder, der uns das Leben schwer machen will. Ebenso wie die Fledermaus. Und hier unten in der Hölle ist echt richtig was los. Also hier merkt man schon, dass Terraria doch auch Ressourcen ziehen kann, wenn es denn will. Also so ein bisschen Rumgeruckel haben wir hier schon. Ist mir beim letzten Part ja auch schon mal aufgefallen. Aber kann man nicht ändern. So, ich wollte jetzt hier noch ein wenig tiefer graben, damit die Lava dann hier abfließen kann. Na, schaffe ich noch einen? Ja, sehr schön. So. Ja, passt doch ideal, wie die Faust aufs Auge, würde ich mal sagen. Okay, und jetzt fangen wir an, und zwar auf dieser Höhe hier. Und gehen dann Hailstone für Hailstone weiter und sammeln das gute Zeug ein. Eieiei, ich glaube, ich muss hier gleich mal ein paar Gegner killen, damit die Performance nicht so lastet, so leidet. Ist ja gerade nicht auszuhalten teilweise. So, lasst uns mal hier nach hier oben gehen. So, das passt doch schon mal. Ach ja, jetzt habe ich wieder... Ja. Warum fange ich eigentlich dann auf einmal immer wieder an, oben abzugraben, wenn wir doch unten anfangen müssen, damit die Lava einfach schön sachte nach unten fällt? Also, das lernen wir wohl auch nie. Beziehungsweise, ihr habt es wahrscheinlich schon längst gelernt, nur ich stelle mich hier noch ein bisschen blöd an. Aber das sind wir ja schon gewohnt von Terraria. Ich zock's schon so lange, aber hab immer noch keinen wirklichen Plan von dem Game. Das muss man auch erstmal hinkriegen. So, den haben wir besiegt. Und jetzt wollte ich mich gerne nach hier oben hangeln. Genau, packen wir alle Dinger dahin. Dann kann ich doch hier richtig schön den Hailstone abernten. So, jetzt muss ich mir gleich nur was einfallen lassen, wie ich... Ah, ich könnte da eins hinmachen. Genau, das passt sogar. Super. Also, gar kein Problem hier für uns. Und da winkt doch schon das nächste Rüstungsteil, nachdem wir jetzt den Helm fertig haben, würde ich mal sagen, ist die Hose und der Helm und die Rüstung auch nicht mehr weit. So, jetzt werden wir erstmal wieder nach hier unten gehen. Und hier Schicht für Schicht den Hailstone auch mitnehmen. Da hinten haben wir sogar noch eine große Ader, also hat sich doch gelohnt, hier kurz hinzugehen und den Krams mitzunehmen. So, lasst uns nach unten nochmal ein Stückchen. Jetzt muss ich mal eben... So, damit das hier auch schön sauber abfließt.
und wir das Ding nicht auf einmal wieder im Schoß liegen haben, die Lava. Denn ja, irgendwie reagiert unser Charakter doch ein wenig allergisch auf die Lava. Weiß ich nicht. Der quengelt da immer rum. Ah, Fledermaus. So. Quengelt immer rum, wenn er mal so ein bisschen Lava irgendwie abbekommt. Ich weiß auch nicht. Der ist da ziemlich, ja, ziemlich empfindlich, könnte man sagen. So. Wir graben jetzt hier erstmal schön durch. Und das ist... Oh Gott, jetzt habe ich mich hier fast wieder in die Lava gestürzt. Da habe ich auch ein Händchen für. Einfach mal selbstmordmäßig in die Lava zu springen. Haben wir schon ein paar Mal erlebt, dass das so gekommen ist. Und oh, ich muss hier schnell weg. Mist. Jetzt hat er mich doch noch getroffen. Ja, wir stehen hier immerhin einigermaßen sicher und ich werde mal, wenn der genau wiederkommt, ihn schön mit dem Schwert bearbeiten. Jetzt kommt er hier von rechts. Nee, doch noch nicht. Ich stelle mich mal hier hin. Dann können wir, genau, nämlich wieder so schön ausweichen und ihm richtig Schaden reinballern. Na komm her, Kleiner. Ah, jetzt will er sich wieder mal nicht die Blöße geben. Von unten kommen sie... Ja, jetzt haben wir ihn. Ja, die Würmer, die kommen ja gerne mal dann von unten angekrochen. Aber ist dann eigentlich auch recht leicht, die zu besiegen, finde ich immer. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier irgendwie wieder ein bisschen Lavagrube schaffen, damit die Lava hier gleich abfließen kann. So, und am besten machen wir nochmal ein bisschen Licht. Denn dafür, dass es hier die Hölle ist, war es doch eben ziemlich dunkel. So. Ich finde es ganz cool, dass sie hier auch Ressourcen eingebaut haben, die man... Ja, wo man sich ein bisschen geschickter anstellen muss, um die abzugraben. Ist ja hier nicht ganz so einfach, den Hellstone zu ernten. Also zumindest nicht so einfach wie andere Ressourcen. Und das ist schon eine ganz gute Herausforderung, finde ich. So, jetzt müsste der mal ein bisschen dahin. Boah, passt aber gerade so. Nochmal hier ein bisschen Asche weg. Dann kann der Hellstone hier gleich richtig schön einfach runter... Oh nein, ein Lava-Dings ist weg. Ein Hellstone ist weg, in die Lava gefallen. Jetzt muss ich mich hier mal irgendwie... So, geht doch. Jo, das hat gepasst. Und dann würde ich mal sagen, hier bauen wir nochmal ein Stückchen tiefer. So, Moment, die Fledermaus hier. Ah, nimm das Schwert. Damit machst du mehr Schaden. So, ideal. Jetzt hangeln wir uns hier oben ran. Und wir könnten mal eben hier nochmal eine Lampe hinpacken. So, dann dürfte jeder genügend sehen. Ich muss irgendwie eine bessere Position finden hier. So, jetzt könnte es klappen. Jo, klappt hervorragend. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich den hier... Ne, den kriege ich glaube ich nicht, ohne mich zu verbrennen. Also gehen wir ein Stückchen hier hin. Und hangeln uns jetzt mal hier hin. Jo, hat genau gepasst. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich mir wieder meine eigene Stütze abbaue. So. Nein, ein Hellstone ist runtergefallen. Muss ich aufpassen. Nicht, dass wir hier gleich wieder mal in der Lava landen. Hatten wir ja auch schon ein paar Mal. So, ideale Position, um den Hellstone hier mitzunehmen. Und ja, ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, was mache ich eigentlich, wenn wir jetzt die Hellstone-Rüstung fertig haben. Ich habe ja gehört, es soll wohl nochmal ein etwas größeres Update kommen dann. Und ich hoffe einfach mal, dass das dann auch so ein bisschen neuen Endgame-Content bringt, weil eigentlich... Oh, der da drüben hat wieder so eine Voodoo-Doll, glaube ich. Könnten wir uns da nochmal holen. Na komm her, Kleiner. Ach, jetzt haben wir wieder die gedimmte Sicht. Ja genau, Guide Voodoo-Doll. Haben wir jetzt schon zwei Stück von gefunden. Lustiges Teil. Und, ach ja, wir könnten... Beziehungsweise, was heißt wir? Ich könnte euch nochmal was anderes zeigen. Und zwar schmeißen wir die jetzt mal in die Lava. Haha, Guide war slain. Ja. So stirbt er auch. Wenn wir das Teil einfach in die Lava werfen, dann... verbrennt er halt elendig da oben an der Oberfläche. Konntet ihr jetzt leider nicht sehen, aber immerhin ist er tot. Und wir haben mal wieder bewiesen, was für ein schlechter Mensch wir doch sind. Wir haben ja hier schließlich auch einen Ruf zu verlieren und wir haben ja schon echt lange keine bösen Sachen mehr gemacht in den Let's Plays. Wenn man überlegt, mit Dungeon Keeper angefangen, wo wir unsere böse Seite noch so richtig schön ausleben konnten. Und ja, jetzt bei Overlord gibt es das ja auch so ein bisschen.
dass man böse Sachen machen kann. Aber so ein Guide einfach mal zu killen, ohne dass er irgendwie sich wehren könnte, das ist natürlich lustig. Das ist dann schon eher unser Geschmack von bösen Aktionen. So, wir fangen an, hier den Hellstone abzubauen. Und jetzt werde ich hier unten nochmal das alles wegmachen. Ganz einfach aus dem Grund, weil wenn ich jetzt den Hellstone da vorne gleich abernte, dann wäre es eh weggegangen. Von daher sorgen wir einfach mal vor. Da unten geht es sogar noch weiter. Was ich mich gerade mal frage, ob irgendwie das irgendwann aufhört. Einfach. Oder wie das Level begrenzt wird. Habe ich mir irgendwie noch gar keine Gedanken bisher drüber gemacht gehabt. Aber jetzt gerade frage ich mich das wirklich. Wie geht's eigentlich unten weiter später noch? Ich meine, das ist ja hier die letzte Ebene, soweit ich das jetzt weiß. Und wäre mal interessant zu wissen, ob dann unten, so ähnlich wie bei Minecraft, einfach so... Ja, bei Minecraft ist es ja dieses... Was ist denn das nochmal? Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Boah, ja, da zeigt sich mal wieder, wer hier der Minecraft-Anfänger ist. Okay, wir gehen mal hier rüber. Und wir könnten ja mal ein Experiment wagen. Moment. Jetzt muss ich hier so drei Felder, genau, jetzt sind wir hier drin. Und jetzt graben wir uns einfach mal hier runter. Ich weiß, eigentlich sollten wir es vielleicht lieber da machen, wo wir ja auch schon unseren Höllenfahrstuhl errichtet hatten. Aber ich bin jetzt einfach gerade mal neugierig, wie das weitergeht. Also hier unten sind noch schön Hellstones. Lass ich aber jetzt gerade mal links liegen einfach. Beziehungsweise ja eigentlich rechts liegen. Und dann bin ich echt mal gespannt, wo uns der Weg hier hinführt. Vielleicht kommen dann auch einfach irgendwelche Steine, die wir nicht zerstören können. Weil soweit ich weiß, ist das hier die letzte Ebene. Oder es kommt einfach ein riesiger Lavasee oder so ein Spaß. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dass man einfach gar nicht mehr weiter runter kann. Weil da so viel Lava ist. Oh nein, ich höre einen Wurm. Das tut doch jetzt nicht Not. Genau jetzt, wo wir hier in so einem kleinen Dings sind. Egal, den haben wir erledigt. Und ich werde nochmal unsere Sphäre hier, den Orb of Light, beschwören. Damit wir wieder ein bisschen was sehen. So, jetzt bloß nicht den Dingens hier abbauen. Sonst haben wir ein Problem und haben uns selber Lava in unseren Schacht gegraben. Das wäre natürlich nicht sehr intelligent. Ja, da vorne kommt gleich auch eine riesige Ader. Da muss ich mir mal irgendwie einen Weg dran vorbeigraben. Shit. Ich hoffe, das passt. So, mal ein Stückchen höher, dass wir hier rüber können. Und dann geht's wieder runter. Könnte genau passen, dass wir an der Ader vorbeikommen. Ah, ihr seht schon, unser Charakter fällt jetzt einfach nur nach unten. Also, das heißt, wir haben hier das Ende der Welt erreicht. Und es ist irgendwie wirklich so, dass es einfach aufhört scheinbar. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier unten weitergrabe, ob wir dann einfach sterben. Ne, wir stehen jetzt hier drauf. Okay. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Bauen wir jetzt einfach mal hier noch ein bisschen was ab von den Hellstones, würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind. Dann können wir die Dinger ja auch einfach mal einsammeln. So, Stück für Stück wird hier wieder abgebaut. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Die Lava fließt da ja eh ab, von daher ist das kein Problem, wenn wir jetzt hier die Dinger noch nicht direkt einsammeln. Die bleiben nämlich da unten liegen. Und dann können wir die gleich Stück für Stück... irgendwo ist ein Imp scheinbar. Oder ich glaube, das waren die Schüsse von den Imps. So, na komm schon. Ah, das wollte ich gar nicht. Erstmal die Schüsse abwehren. Dann können wir hier rüber gehen. Und nochmal hier unten weggraben. So, jetzt muss ich gleich mal kurz nach unten. Und 9 Hellstones, sehr schön. Gut, ich würde mal... Ah, Lava. Das ist nicht gut. Und ich frage mich, wo der Imp hin ist, der uns hier eben noch so
eiskalt beschossen hat. Ah, Wurm. Lass uns mal eben schnell einen Trank nehmen und wir hangeln uns mal schon mal vorsorglich hier rüber. Hier können wir mit dem Wurm auf jeden Fall leichter kämpfen. Wenn er wieder genauso schön von unten kommt, schlagen wir einfach auf ihn ein. Na komm her, du Bengel. Ach, so viel Schaden machst du ja auch nicht, dass wir irgendwie hier Angst haben müssten vor dir. Und da bist du wieder Geschichte. Hahaha. Kommt gleich noch ein zweiter, höre ich gerade. Eieiei. Ja, ja, komm du mal her. Da drüben ist noch ein Imp. So, komm schon. Einmal auf die andere Seite, damit wir ihn treffen. Jetzt frage ich mich gerade, wo der Wurm ist. Ich höre ihn auf jeden Fall noch. Das heißt, er wird wahrscheinlich hier... Ja, gleich von rechts kommen. Da ist er. Okay, komm, den killen wir noch, Leute. Und dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Grants der Wurmjäger. Und... Na komm schon. Jetzt will er hier den Part noch unnötig in die Länge ziehen. So, damit haben wir ihn auch besiegt. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir noch weiter nach rechts gehen. Macht ihr euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.